Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt trete ich hier ein, um mit Graf Odo zu sprechen. Ich muss Graf Odo finden. Ich muss irgendwie da hoch. Welche Mitteilung? Der Graf Odo Schreibstube. Hier verschlossen. Ja, oben ist der Schlüssel, habe ich ja schon gesehen. So komme ich nicht hinein. Hat Odo mir und nur mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube anvertraut. Unerhört! Wie konnte es dazu kommen? Weil ich, werter Lothaire, ihm fässerweise erlesene Tropfen beschaffe. Sogar aus dem Fernland der Griechen. Diener, bring mehr Wein! Ich kümmere mich um den Wein, werter Lothaire. Leb wohl. Merde! Mein teurer Schlüssel zu Odos Schreibstube gestohlen! Die Prinzpuri, Rius Bastard! Tür aufschließen. Erstmal plündern. Oh, hier ist eine Katze. Weichvater, Vater, Thibault, mein alter Freund, ich suche deinen Rat in einer dringenden spirituellen Angelegenheit. Normalerweise würde ich diese Angelegenheit während des Sakramentes der Heiligen Beichte bei meinem Beichtvater vorbringen. Doch dieser Krieg macht solche Annehmlichkeiten schwierig. Die Belagerung hat unsere Familienpriester Walter von Sens über alle Maße beansprucht und er ist nicht mehr stabil genug, um irgendeine Beichte zu hören. Ich fürchte um die Sicherheit meiner Familie, besonders um Grafin Theodoreide. Manchmal überwältigt mich der Drang zu fliehen. Wir können so leicht durch ein Schmugglertunnel entkommen. Aber ich kann mein Posten nicht aufgeben. Jedoch später in der Nacht überfallen mich die Zweifel. Albträume von Feuer und Blut suchen mich heim. Bis ich kreuzgerade im Bett sitze und vor Angst zittere. Die Bedeutung ist klar. Hartnäckige Verteidigung von Paris könnte ein schreckliches Gemetzel über uns alle bringen. Wieder einmal bitte ich dich, deine Weisheit mit mir zu teilen. Was soll ich tun? Dein ehemaliger Schüler Odo, Graf von Paris. Frage, muss ich oben oder muss ich nach unten? Und mit Graf Odo an unserer Spitze treiben wir diese heidnischen Teufel zurück in die bodenlose See. Sehr wohl, mein Herr, aber diese Nordleute sind Sterbliche, keine Dämonen. Sie sind auf Land und Beute aus. Ja, diese Nordmannen sind wild und der König lässt auf sich warten. Doch ihr alle habt einen Eid vor Gott geschworen,
dieses Reich zu beschützen. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Ich kann euch nicht zur Pflichterfüllung zwingen. Ihr müsst euren Herzen folgen. Gudselin, bitte geleite unsere Gäste hinaus. Komm raus und sag, was du zu sagen hast, Eivor von Englerland. Du hast mich kommen sehen. Gut. Aber woher weißt du, wer ich bin? Meine Späher sprachen von einer mächtigen Kriegerin mit einem Raben. Hältst du uns für Narren? Solche Höflichkeit hätte ich nicht erwartet. Das ist Glühwein. Gut gewürzt, vorsichtig erhitzt und mit Obststücken aufgetischt. Mein einziges Laster. Weintrauben wachsen bei uns im Norden nicht. Wir trinken Met. Met. Eivor, du hast viel gewagt, um mich zu sehen. Das respektiere ich. Nur warum? Gibt es nicht genug Land in Englerland? Ich gedenke nicht, meine Leute im Frankenreich anzusiedeln. Und wie viel Geld wird eure Gier stillen? 100 Silberstücke? 1000? Und wenn ihr geht, wer kommt als nächstes? Ragnar und seine Söhne waren vor langer Zeit hier. Wir gaben ihnen Silber und trotzdem brannten sie Paris nieder. Ich will kein Silber. Ich will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Wir sind kein Teil eures Königreiches. Und ich wünsche mir ein Königreich ohne nordische Einmischung, wie du es nennst. Nur der Form halber, wie lauten deine Bedingungen? Wie gesagt, Charles lässt Englerland in Ruhe. Zweitens, er erkennt Siegfried als Verbündeten an. Und außerdem lässt er Siegfrieds Tane ihr Land im Norden behalten. Rodomo und Amiens waren meines Vaters Lande. Mein Erbrecht nehmt ihr nicht. Euer Herr wird Paris niemals einnehmen. Und ihr werdet nie Frieden finden. Weder hier, noch in Englerland. Meine Männer werden dich nach draußen begleiten. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Leb wohl. Ich sollte zum Lager zurückkehren und den anderen von Odos Antwort berichten. Komme ich jetzt hier nicht mehr rein? Okay. Alenz, Alenz! Dann reiten wir jetzt zurück zu Siegfried. Warum hat die Musik jetzt aufgehört? Ah, du kommst rechtzeitig zum Umtrunk. Was willst du? Wein, viel Wein. Es war eine lange Reise. Heldin von Hrefnatorp wird sie von den Skalden genannt.
Geschickt mit Waffen und Worten, sagt man. Doch sehe ich keinen Schatz. Wo ist Odos Silber? Hast du es für dich behalten? Es lief, wie du sagtest. Der Mann beugt sich nicht. Er gibt kein bisschen nach. Franken reden gerne, doch ihre Worte sind so leer wie der Wind. Was? Hör auf den Wind. Nein, meine Schuhe sind bedeutsam. Wer ist der Wind? Wer der Ein starker Wind kann Bäume zu Fall bringen. Selbst so starke wie Odo. Ist Charles der Wind? Oder wird er brechen wie Schilf? Gut, zwei Sachen brauchen wir für diese Belagerung. Zuerst müssen wir ein Gelände für unsere Katapulte erobern. Dabei kann ich helfen. Irgendwo bei Paris nehme ich an. Aber wird der Ort bewacht? Die Franken haben nicht genug Leute, um die ganze Stadt zu sichern. Nur die befestigte Insel, die Isle de la Cité, gibt dennoch gut Acht. Gut. Und die zweite Sache? Finde den Schwachpunkt ihrer Verteidigung, wo unsere Krieger ihre Mauern durchbrechen können. Oder einen Weg, die Insel mit unseren Schiffen zu umzingeln. Irgendeine Schwäche, die wir ausnutzen können. Einverstanden. Aber wie? Ich wüsste vielleicht einen Weg, aber er ist gewagt. Sprich, Toka. In dem Armenviertel südlich der Mauern gibt es eine Schmugglerin. Ihre bretonische Liebe? Sie ist keine Liebschaft. Wir haben nur das Lager geteilt. Aber wenn jemand die Schwachstellen der Stadt kennt, dann sie. Ich würde selbst gehen, aber wir... Nolwyn, sie... Es gab Streit. Sie stahl erst Tokas Halskette und dann ihr Herz. Nun vermisst Toka vor allem ihre Halskette. Ich spreche mit dieser Schmugglerin und finde eine Schwachstelle in der Verteidigung der Franken. Ihr habt mein Wort. Gut, das wäre dann wohl alles. Nein, Onkel. Eine Sache noch. Odo ist nicht gesprächsbereit, aber Charles vielleicht schon. Wir sollten erneut mit ihm reden. Du willst noch mehr reden? Wir sollten mit dem fetten König sprechen, eine Waffenruhe aushandeln. Was? Er wollte mich umbringen. Warum nochmals mit ihm reden? Diese Steinmauern werden nicht nachgeben. Nicht ohne einen blutigen Kampf. Vielleicht gibt er uns Silber, ohne dass unser halber Clan an den Mauern stirbt. Vielleicht hat Toka recht. Charles könnte trotz allem nachgeben. Geh, Nichte. Red mit jedem König und jedem Bischof im Land wie Eivor Silberzunge. Es spielt keine Rolle. Doch bald findet das Gerede ein Ende. Bald treffen Speere aufeinander und die Stadt wird brennen. Seid an jenem Tag bereit für den Kampf. Mein Wort steht felsenfest und wird nicht gebrochen. Ich kämpfe an deiner Seite, Siegfried. Zweifle nicht daran. Genug. Freunde, Onkel, wir sind im Herzen eins. Ich werde den König im Schlauen Fuchs aufsuchen. Einer Schenke am Nordufer. Piers sagt, er zecht dort gerne. Toka ist ein guter Tarn. Eines Tages könnte sie ein Heer anführen, so wie du, Siegfried. Das hoffe ich. Aber vorerst bleibt sie bei mir. Treffen wir uns am Glockenturm, Eivor, wenn du bereit bist, gegen Franken zu kämpfen, statt mit ihnen zu plaudern. Was gibt es zu lachen, Tarn? Manche sagen, du stinkst nach Rabenscheiße. Aber für mich stinkst du nach fränkischer Weinpisse. Ich muss die Belagerung vorbereiten. Aber was soll ich zuerst tun? Quest. Frankreich. Oh. Finde die Taverne Schlauer Fuchs und suche sie auf. Triff dich mit Siegfried. Begib dich in die Armsee. Alva sucht nach einer Schmugglerin.
Da ist das Armviertel. Ich bin ja am Überlegen, erstmal hier das zu sammeln, damit wir hier hinten reinkommen. Ich werde jetzt erstmal zur Schmugglerin gehen. Seuchenviertel. Jetzt auf zu Neuwen, der bretonischen Schmugglerin, von der Tuka erzählt hat. Wenn die Stadtinsel eine Schwachstelle hat, dann kennt sie sie. Malodos Krieger sorgen hier für Ordnung. Wir werden uns im Elend überlassen. Wenigstens gibt es hier nichts mehr. Ihre Schmugglerin schuldet mir Wein. Bewache mein Lagerhaus. Verzeih. Hast du gerade eine Schmugglerin namens Neuwen erwähnt? Oh ja. Diese verdammte Diebin versprach mir Wein, wenn ich ihre Waren bewache. Oh. Und wo sind ihre Waren? Ein Stück Richtung Osten. Es ist ein Seuchenkreuz drauf gemalt. Danke, mein Freund. Vielleicht solltest du dich ausschlafen, bevor du wieder auf Wachdienst gehst. Oh ja, gute Idee. Diese Schmugglerin schuldet mir Wein. Bewache mein Lagerhaus, sagte sie, und ich schenke dir Wein. Ich passe schon seit 3 Stunden auf diesen Steinhaufen auf. Ich will meinen Wein. Verflucht seist du, Neuwen, du linkshändige bretonische Diebestochter. Da hinten. Was für ein Lager? Das Lagerhaus. Pfeilspitzen, Wetzsteine, Schmuggelgüter, die für die Stadtinsel gedacht sind. Die Schmugglerin muss die Insel gut kennen. Die Königin scheint die Schmugglerin zu kennen. Vielleicht kann sie mir ja helfen, Neuwen zu finden. Brief an Neuwen. Neuwen, meine gute Bretonien. Wenn du von deinem letzten Streifzug zurückkehrst, triff mich bitte in der Kirche der Heiligen Ilianus. Ich brauche dringend mehr Medizin und Vorräte. Aufrichtig, Königin R. Was haben wir denn hier? Seht, ein Wunder im Himmel! Ein roter Drache mit 7 Köpfen, 10 Hörnern und... Beten wir in den Worten unseres Erlösers. Den Frieden lasse ich euch,
Mein Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ein Heidenunhold, bewaffnet auf heiligem Boden. Eine Vertraute. Gute Leute, brecht bitte den Kirchfrieden nicht. Wie kann man diesen teuflischen Heiden trauen? Wie viele hast du schon getötet? Freunde, vergesst nicht. Als der gute Samariter den Geschundenen sah, hatte er Mitleid und verband seine Wunden. Du bist fleißig, Königin. Jemand muss sich um die Opfer des Krieges kümmern. Das war die Seuche, nicht der Krieg. Der Krieg bringt die Seuche, Ava. Ich bin noch nicht bereit, zu Charles zurückzukehren, wenn es das ist, was dich herführt. Nein. Ich suche eine Bretonin, die sich hier aufhält. Ihr Name ist Nolwenn. Ich kenne sie. Eine freischaffende Diebin. Eine verrufene Frau, jedoch nicht ohne Talent. Für die, die zahlen können. Man sagt, sie könne Waren und Botschaften über Mauern hinweg und an Wachen vorbeischmuggeln. Ja. Und warum brauchst du die Hilfe dieser Frau? Wir sollten die Belagerung schnell beenden. Ich kann die nicht. Ich habe alle Seiten um eine Waffenruhe gebeten. Ohne Erfolg. Aber ich gebe nicht auf. Aber Siegfried, der Frankenschlichter, führt das Heer, nicht du. Er bringt seine Rache über uns, Stadt für Stadt. Weil die Franken seinen Bruder getötet haben. Wie viele Nordmänner müssen sterben, damit Siegfried einen Mann rächen kann? Soll seine Nichte auch sterben? Oder du? Ich kann keine Heere aufhalten. Nur für Waffenruhe und Vernunft werben. Ich tue, was ich kann. Du hast mein Leben gerettet. Ich muss diesen Schritt wagen und dir trauen, meine gute Samariterin. Danke, Königin. Ich stehe in deiner Schuld. Wirklich. Und wo befindet sich diese Bretonin? Das weiß ich leider nicht. Sie kommt ab und zu hier vorbei. Ich weiß es. Ich weiß, wo Norwins Versteck ist. Bitte, Eivor, lass mich dich hinführen. Kindermund tut Wahrheit kund. Nun gut, aber komm schnell zurück, kleiner Bär. Nicht so schnell, kleiner Prinz. Hier ist es nicht sicher. Man kann... Bevor ich hier weitermache, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.